Wir sind heute Vormittag zu einem Wohnhausbrand alarmiert worden. Wir haben dann ausgerückt seitens der Freiwilligen Feuerwehr in der Rückmark und den anderen vier Feuerwehren der Gemeinde. Wir haben dann bei der Anfahrt hohe Rauchsäule schon gesehen. Und beim Eintreffen stand dann ein landwirtschaftliches Nebengebäude eines Bauernhauses bereits im Vollbrand. Wir haben dann die Alarmstufe 2 der umliegenden Feuerwehren noch nachalarmiert. Es sind 5 weitere und dann auch noch das Artenschutzfahrzeug aus Berg. Also waren insgesamt 11 Feuerwehren im Einsatz. Wir haben dann als erstens gleich versucht, das Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude des Bauernhauses zu verhindern, beziehungsweise ist dazwischen dann also ein Vorsichtunterstand, dass dieser auch geschützt wird. Das ist uns gelungen. Es haben keine weiteren Bauteile Feuer gefangen und im Anschluss haben wir dann mit einem umfassenden Löschangriff versucht, das Feuer zu löschen. Die Brandlast war sehr hoch, da auch im Gebäude Autos gelagert sind und die auch Feuer gefangen haben und die immer wieder die Nachlöscharbeiten erschweren.